Freunde! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Für uns absolut nahtloser Übergang, für euch wahrscheinlich ein paar Tage Wartezeit, denn wir sind auf dem Weg, für die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben, zum Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe. Richtig geil, ich habe richtig unglaublich viel krass Bock drauf, weil ich bin so ein absolut riesiger Fan von Musik und so. Und Tobi natürlich auch. Tobi ist dementsprechend auch mit dabei. Er ist sogar in manchen Stellen manchmal auch ein bisschen krasser, fanatischer als ich, was Musik angeht. Der kennt sich auf jeden Fall noch besser aus als ich. Und der da vorne hat einen Platten, oder? Sein scheiß Anhänger hat einen Platten und er fährt die ganze Zeit mit dem. Film mal rauf. Aber, oder warum qualmt der so extrem? Warum qualmt denn der so krass? Oder ist es wirklich einfach das Auto? Nee, das sieht nicht gesund aus. Na, alles klar. Gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, wir fahren da jetzt hin und dann melden wir uns natürlich. Wir haben einiges an Zeit zu fahren. Es dauert nur eine ganze Weile, die da sind. Aber ganz klar, wir fahren mit dem Dodge Ram, den wir im letzten Video abgeholt haben. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall auch eine geile Sache gewesen. Und ja, ich habe richtig Bock. Es werden 4 Tage, 4 richtig geile Tage. Und ja, uns steht im Grunde nicht mehr im Weg, wir müssen jetzt nur noch dahin kommen. Und dann wird das richtig geil. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, bleibt dran und let's go. Alter, Leute, wir sind da. Wir müssen jetzt hier erstmal quatschen. Müssen wir hier schon was vorzeigen? Irgendwie Security oder so? Schönes Auto, moin. Hallo, dankeschön. VIP oder wollt ihr? VIP Camping, genau. Alles klar, dann einmal die rechte Schlange. Die rechte, alles klar. Dankeschön. Hallöchen. Einmal rechts anstellen, weil ihr habt den größeren Wendekreis. Alles klar, dankeschön. Smart. Ja. Einmal wieder alles smart, Köppe. Zeig mal ein bisschen hier die Gelände. Mach mal das Gelände, Alter, wie riesig ist denn das? Kannst du okay mal erzählen? Ist ja schon wieder nicht zu erzählen hier alle, oder? Hauptsache die Musik von Tomorrowland hier am Laufen. Jawohl. Oh Mann, Freunde. Wird heftig. Wir holen euch gleich ran, wenn wir mal stehen. Jetzt ist erstmal lange warten. Aber es war klar, dass das so sein wird. Huhu, weiter geht's. So, Freunde, wir sind offensichtlich drauf. Ich stehe jetzt hier als Erster an dieser Stelle. Oh, das sieht man ja überhaupt nicht. Ich stehe jetzt hier als Erster an dieser Stelle. Absolut. Ja, perfekt, glaube ich. Relativ weit vorne an der Einfahrt. Wir sind jetzt eigentlich hier hinter unser Zelt. Wir haben überlegt, ob wir sogar auf die Heckdings raufbauen. Oder was sagst du? Ist super, so wettermäßig eigentlich, ne? Guck auf den Himmel an. Nee, schon das Zelt darauf bauen. Na ja, klar. Aber meinst du, das passt? Passt nicht. Nein, aber wir können es ja probieren. Das ist für eine Frage. Also wir können es ja probieren, wir haben ja Zeit. Wir bauen das Zelt erstmal hier auf und dann gucken wir einfach, ob das da irgendwie rauf kann. Sonst müssen wir hier erstmal magnetischen Power natürlich mit. Es passt nicht mehr die Matratze da rein, da bin ich mir sicher. Doch, die passt ja an, ist da die Luft. Müssen wir aufpusten, oder? Ja, tatsächlich schon. Das ist eine ziemlich fette Matratze und wir haben keinen Kompressor mit. Bis morgen? Ja, naja. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal auf, weil wir wollen ja hier irgendwann auch raufkommen, ne? Guck mal, die haben da hinten auch eine Teufel. Let's go. So daneben. Überlegung ist ganz klar, oder? Das ist ja so smart. Also diese die Matratze, die ist jetzt 2 Meter und ein paar zerquetschte und eben halt irgendwie 1,35 breit, richtig? Richtig. Genau. Und mit dem Ding hier, mit dieser Ausfahrdings, ist klar, das Ding über 2 Meter lang. Und das kann ja aufbleiben hier, das ist ja kein Problem. Da ist ja nichts Wertiges drauf und ist ja sowieso hier offen. Also machen wir das runter, bauen das Zelt auf, weil es soll regnen. Bauen das Zelt auf und hauen das Zelt auf das Ding rauf. Das ist mir nicht. Was ist das? Also. Ey, das wird so lange dauern, Freunde. Ich habe die Kamera immer griffbereit. Das ab werdet geht's. Ihr alle nicht verpassen. Was haben wir für eine Zeit? Fotos bei Gelegenheit, schreibt meine Mama. Sehr gut, wird auf jeden Fall gemacht. Was wir für eine Zeit haben? Wir müssen gucken, wie lange wir brauchen fürs Zelt. Wir haben jetzt 21.20 Uhr. Wann kommt der erste wichtige Act? 23 oder 0, weiß ich nicht. 23 oder 0, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Stündchen Zeit. Ich würde sagen, so übermorgen sind wir fertig mit dem Zelt, dann können wir mal auch aufs Gelände rauf. Guck mal, da hinten ist. Da müssen wir eigentlich raufgehen. Guck mal, wie das leuchtet. Oh. Das wird insane. Allgemeine. Die Stangen stecken, sage ich. Können wir uns einfach auf den Erdruck legen? Und die Plane irgendwie über unseren Kopf? Mann. Ich mach das hier erstmal frei. Ich baue schon mal auf.
kriegst das hin, oder? Ey, ich bin da hauptberuflich. Ja. Was machst du? Geht schon auf Klo. Insane. So sieht das Zelt bis dato aus. Erste Viertelstunde, nichts passiert. Alter. Das ist Pre-Einlass. Die ersten 7000 Menschen. Von geschätzten 70.000 dieses Jahr. Guck doch mal, wie weit das da hinten noch weitergeht. Alter. Spannendes Bilder mit unserer Wäscheleine, die wir zu Hause gelassen haben. Und dann sind wir am Tab. Aber gut, ja, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir es nicht hinkriegen, dieses scheiß Zelt aufzubauen. Ich habe das doch schon mal aufgebaut, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Okay. Wir wissen einfach nur nicht, wo die Stangen rein müssen. Ob hier, in dieses Unterding oder ob da. Aber ey, da ist doch die Stange ein Jan. Ja. Hä, bin ich bescheuert? Nein, das ist nicht. Fehlt uns die Hälfte des Zeltes. Nein, Tobi. Nein. Das kann nicht sein. Haben wir schon gedacht, dass es da reinkommt. Und da kannst du nicht rein. Weil wir haben auch die scheiß Anleitung nicht mit, oder? Es hat definitiv nichts mit dem Blauen zu tun. Das Blaue kommt oben drüber, wie du als erstes gesagt hast. Nein, man hängt das da rein. Ja? Ja. Das Blaue da rein. Nein, man hängt, das ist das Innenleben. Das hängt man in das Blaue rein. Na gut. Ja, dann müsste es ja wirklich an dem Blauen sein. Ach was. Ach Mann, oh. Aber hier ist doch so eine Schlaufe jetzt. Ja, die Schlaufe kannst du hier tief in den Hintern schieben. Aber warum? Weil die Schlaufe dann nachher dort innen rankommt. Nee. Wie für die Stange. Nee. Wir haben nur zwei Stangen, Tobi. Das kann nicht so schwer sein. Okay, wir probieren uns weiter und dann melden wir uns gleich nochmal. So, und jetzt weiß ich wie. Nee, klar, ich erinnere mich. Ich hab's doch schon mal aufgebaut. So. Wo sind jetzt wieder gegenüberliegen? Das hier. Ups. Ne, hier, schau. So, schau. Schon mal gut. Schon mal ganz. Schon mal gar nicht schlecht. So, das sieht schon mal aus, ne? Ja. So, liegst du kurz? Die. Oh. Muss man jetzt nicht erstechen? Ah, ist aber lang. Ich helfe dir lieber mal und pack die Kamera weg, ne? Soll ich kurz helfen? Nee, nee, alles gut. Nein, alles gut. Alles gut, danke. Ich kann die Kamera erstmal wegstellen. Okay. Jetzt folgt der Test. Ob das darauf kommt, passt. Kann man das so annehmen? Ja. Das wäre ja so cool. Noch nicht lachen. Warte. Aber oha, hä? Du bist so blöd. Lass es einfach hier stehen. Nein, dann haben wir nicht diesen Stress mit der Feuchtigkeit nachher. Weißt du, was ich meine? Ehrlich. Ist doch perfekt. Sieht auch wirklich einfach nur perfekt aus. Sieht super aus. Das lassen wir. Ich meine, die Matte, die ist ja auch 2 Meter und 1,35. Die formt das alles nochmal. Gell, den ganzen Tag schon gesagt, dass da irgendwas formt. Ich guck kurz, wie es von innen aussieht, damit es nicht wisse. Das könnte aber echt stark sein. Das könnte heftig sein. Ist groß. Ja, mal ehrlich jetzt.
Geh mal rein. Ja, safe, das machen wir. Easy, jetzt noch die Plane hoch. Und dann machen wir das so. Weiter geht's. Haben wir uns gedacht, Thema Tür? Brauchen wir nicht. Die scheiß Tür ist da rechts. Nee, hier links. Also A2. Oh, das ist gut, das ist 2, weil hinten kann man das Fenster aufmachen. Und dann kann man Strom und alles da durchschicken, dann muss der Strom nicht im Zelt stehen, andersrum. Ja, hier ist der Eingang. Und der Eingang ist vor. Und hier ist er nicht. Da sollte aber sein, so, das drehen wir jetzt mal clean. Bisher aber gut, sieht gut aus. Also ich meine, klar, man ist hier, das ist sowieso alles richtig laut, man kommt hier eh nicht zum Schlafen. Weil jetzt haben sie hier das Licht angeworfen. Und das Licht ist ja nicht irgendwie Alter, einfach. Was hier rumfliegt. Das Licht ist nicht einfach so betrieben, ne? Natürlich ist da ein Generator drin und der macht Lärm, das glaubst du gar nicht. Aber, Freunde, Zelt steht wie eine 1. Hier so das Schnürchen runter, damit wir besser reinkommen. Und dann hier drin. Sehr geil, da hinten können wir aufmachen und dieses kleine Fenster aufmachen von dem Auto und können dann da so Kabel und so ein Kram durchführen. Das ist einfach nur sick. So, und jetzt machen wir die Matze. Let's go. Oh die Matratze. Da muss es eine Perforation geben. Nein, eine Perforation. Das ist die Perforation. Oh. Gleich erstmal ein bisschen Müll erzeugen. Aber Mülltüten haben wir übrigens mitgekriegt, ne? Ja, noch Lageplan, so haben wir noch gar nicht. Total gut. So, oh, mit extra Packung? Oh ja, aus der Packung musst du das auspacken, ist klar, ne? Ja. Beidseitig öffnenbar. Ist super. Beidseitig? Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Passt, oder? Ist fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut passt, ne, die Matte. Warte. Muss sie noch ausbreiten. Kannst du schon die Größe nutzen. So, jetzt. Das ist bestimmt bequem, was meinst du? Ja, das wird sehr bequem sein. Sehr schön. Dann mach dich mal ins Pust. Wir haben keine Pumpe. Wollen wir die da hinten fragen? Ich höre doch die Pumpe schon. Ja. Wir machen das mit dem Mund. Wir sind wahre Männer. Willst du echt? Ja, sicher. Na gut. So, du fängst an und ich hör auf. Ja, ich fang an. Ich fange an, ich hab du Bock. Du bist gleich schwindelig und liegst weg. Na und, ich hab Bock. Gut, erst ausbreiten, dann pusten, ja? Okay, räumst du den Schmutz in der Zeit weg? Ja. Erstmal ausziehen. Nee. Wie viel haben wir denn schon? Luft läuft schon mal raus, das ist sehr gut. 5 Bar haben wir schon. 5 Bar haben wir schon. Ist schon gemütlich. Leg das drauf, leg ein bisschen mehr Gewicht drauf, ist besser zum Pusten daher. So, das hier leuchtet, da hinten sieht man schon wieder ja nichts. Aber das Licht ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, und da der Generator. Oh, na gut. Aber das wird hier immer voller. Vorhin war es schon hier drüben an der Seite nicht so voll. Oh, da ist jemand mit dem GMC gekommen, mit dem Chevy Van. Geil. Auch ein Amerikaner, der wird unseren auch feiern, denke ich. Nice. Ich glaube nicht, dass ich danach noch auf irgendein Festival-Gelände gehe, ist klar, ne? Wir haben irgendwie eine neue Funktion entdeckt, um besser zu pusten, aber die ist irgendwie nicht so gut. Das kannst du nachts nicht bringen, sowas eigentlich. Porno-Funktion. Ey, aber es sieht schon echt gut aus. Die Luft ist langsam drin. Puste, Junge. Alter, das ist einfach nur, das kann nicht deren Ernst sein. Also ich meine, klar, die haben auch den Kompressor beim Verkauf daneben gestellt. Das ist klar nicht deren Ernst, aber egal. Das war uns zu teuer, 60 Euro für einen Kompressor. Also ich sagte, das wären die best investierten 60 Euro gewesen, lieber. langsam ist Luft drauf, Tobi. Reicht, oder? Einfach so, ja. Super. Ich glaube, das Geräusch verwirrt ein bisschen. Das mit dem Mund? Ich glaube, ich brauche heute keinen Alkohol mehr. Aber wir haben es, oder? Oh, Alter. Die ist. Geil, noch nie auf so eine geile Matze. Ich mache die noch ein bisschen mehr.
Die ist so neu, wenn da über Nacht Luft rausgeht, dann raste ich aber aus, ne? Ist klar. Ist klar. Aber Alter, ist das geil. Junge. Geil. War noch ein bisschen Platz. Alter, hä? Ich muss mich jetzt reinhauen. Ich muss mich jetzt reinhauen, Tobi. Hast du gemacht? Ja, ist zu. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil, Tobi. Das kannst du ja kein verkaufen. Aber so länger, easy, wie geil. Alter, die Matze ist ja so unfassbar fett. Also insane, wenn da auch nur ein Liter Luft rausgeht, ne? Die war so hart erarbeitet. Kannst du nicht glauben, weil da geht's voll in Opfer. Ich fahr hier gleich runter, ne, Tobi? Guck mal, so klein ist er. Ich stehe hier auf der Kante vom Auto. Und man kann hier alles, alles überblicken. Also das ist so fett. Das ist die Mainstage da hinten. Das ist insane. Und das ist so riesig. Da wird gerade, ja, das sieht man ganz gut über die Kamera, so ein Ding aufgebaut. Heißluftballon. Heißluftballon, sagt er. Und ja, unser Resultat ist halt ganz klar. Zelt steht drauf. Tobi kommt auch hochgeklettert und schubst mich hoffentlich runter, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ah ja? Alter! Ist das insane? Das ist so insane. Geil, hier auch so, guck mal, hier haben wir einfach so ein Dach drauf. Das wollte ich ja auch erst machen, hier hinten so ein Dach nachher raufhauen. Aber mal kicken, wie man das noch löst. Aber das ist schon cool, einfach nur aufgeschraubt und Rossi dreht. Sonst sind hier überall Zelte, alles voll. Das ist geil, Tobi. Das ist so toll, dass auch alles funktioniert. Oh, wie er rein runterfällt. Das ist auch alles verpasst einfach. Also der Punkt ist der, wir werden heute die Kamera an dem Abend natürlich noch nicht mit aufs Festivalgelände mit raufnehmen. Morgen mitten am Tag können wir das mal machen. Aber so nachts will ich die Kamera nicht mit raufnehmen, glaube ich. Ist klar, oder? Ist klar. Gut. Ansonsten hier, die Dixie-Klos sind halt irgendwie erstmal die einzigen Klos hier in der Nähe. Ich hoffe, dass es da drin noch bessere Klos gibt, weil da werde ich ganz bestimmt kein großes Geschäft verrichten. Ich hoffe, das ist klar. Das ist klar. Das gut, dann lass uns jetzt koordinieren ein bisschen, ready machen und dann können wir eigentlich schon mal gucken aufs Festival. Wir werden natürlich mit Handy filmen und so eine Geschichten, aber ja. Dann gehen wir gucken. Wann ist unser erster nochmal? Na, wir könnten schon los. Aber der erste, den wir wollten? Der erste, den wir safe wollten, das ist na, entweder Jabroa oder Quentin. Quintino. Quintino ist null. Das wäre entspannt. Und Jabroa? 23 schon. Wie spät ist jetzt? 22:20 Uhr. Ah ja, okay. In anderthalb Stunden chillig darüber? Dass wir wirklich erst null anfangen mit Quintino. Ja, würde ich mich sehen. Alter, du fährst hier gleich noch runter, ne? Dann können wir jetzt noch ein bisschen koordinieren, Handys laden, nochmal Klo anziehen, ganze Pässe und so raussuchen. Ja, ich zieh mir glaube ich auch eine lange Hose an. Das Problem ist, safe. Einfach, das Problem ist einfach, dass es gleich noch regnen soll. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ja, und der Himmel ist auch dicht. Es geht. Sieht man das? Es geht, es ist gar nicht so dicht. Da hinten sieht man so ein paar Schlieren, aber so dicht ist es nicht. Aber die Mainstage geht auf jeden Fall schon gut ab. Ach, das wird fett, Tobi, das wird so fett. Ich hab richtig Bock. Na gut, komm. Wir machen uns erstmal fertig und dann gehen wir mal hinten rauf. Gut. Ist aufgebaut unser Setup. Wir haben auch immer den dicksten dabei, wa? Was ist das hier denn jetzt? Ja, das ist das, was ich eigentlich gleich anziehen wollte. Ich na, bin noch nicht fertig, los gekleidet. Jetzt. Ah, er will unbedingt drauf aufs Gelände. Ja, na, wir gehen klar. Jetzt aufs Gelände. Räumen das jetzt hier ein und dann ist gut. Dann gehen wir na, rauf. Na los. Hier fängt es ja schon an, dass das Ganze nicht mehr komplett normal ist. Kann ja nicht sein, dass das hier... Entspannt jetzt einfach nicht. Ja, und das hat immer noch nichts mit VIP zu tun, oder doch? Doch, das ist jetzt... Alter, was ist denn hier nicht in Ordnung? Guck mal, da kannst du dir Nägel, Friseur, Massage. Tobi, du wolltest noch zum Friseur. Freunde, das ist insane. Also hier gibt's alles. Wir sind immer noch nicht auf der Stage. Die ist immer noch so weit weg und es geht hier einfach... Ach. Und es ist halt noch so leer, weil es Pre-Einlass ist. Und Pre-Einlass sind 7.000, hab ich vorhin schon gesagt. Und nachher werden 70.000 Menschen erwartet, Tobi. Weißt du, wie viele das sind? Ja, alles ist voll. Es ist jetzt schon gefühlt zu voll. Aber es ist ein Zehntel. Weiter erkunden. Lass uns die ersten Stages mal jetzt anbieten. Die ersten Sets.
Ich hab so Bock. Alter. 0 Uhr für uns noch eine halbe Stunde. Das wird krass, Freunde. Folgendes ist passiert. Wir haben unsere Chips-Dinger bekommen hier, unsere Armbänder. Ist gut. Und das ist, also das sieht so fett aus. Ach du Scheiße. Das sah von der Entfernung alles du so... Du bist hochkant. Ach Tobi, scheiß auf dich wirklich. Dreh mal. Aber egal. Ist egal, kann ich ja dann drehen. Auf jeden Fall ist alles insane fett. Es ist einfach krank. Ich bin so gehypt. Shit.
Also du, alle tut, aber ich sag mal, man könnte denken, dass wir jetzt hier mütlich, hier schon aufwachen, jetzt um 13 Uhr, weil wir ausgeschlafen haben. Aber glaub mal, wir haben es jetzt 3:30 und dieser Lichtgenerator da oben, der ballert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also der zündet das Licht hier durch, ich könnte hier drin noch eine Solarplatte aufstellen. Ich würde sagen, das ist VIP. Das ist VIP dann wieder, ne? Also man muss dazu sagen, wir haben VIP-Camping, damit wir das hier alles ein bisschen einfacher haben mit dem Auto hinstellen und so ein Krims und Krams. Das sieht auf der Kamera sogar noch ein bisschen dunkler aus, als es wirklich ist. Stimmt. Also es ist einfach hell und ja, weiß ich nicht. Also ich kann auch im Hellen schlafen zum Glück, da habe ich kein Problem. Aber für Leute, die jetzt VIP buchen und auch entspannt hier im Dunkeln pennen wollen, tja, scheiß drauf, ne? Kannst also richtig krass drauf scheißen, weil dieses Licht wird definitiv nicht vor dem Sonnenlicht ausgehen. Das könnt ihr mir glauben. Oh, insane. Wir gehen jetzt pennen. Das war's vom ersten Tag. Ihr habt einige Eindrücke erhalten. War geil. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, dann wahrscheinlich bis morgen. Morgen packe ich noch in das Video mit rein. Wahrscheinlich. Oder ein Teil zumindest. Und den anderen Teil werde ich dann auch schon wieder in den nächsten Vlog packen. Neueste. Ich sag mal, ich stehe wie eine Eins im Bett, ne? Das ist ja nicht so, als würde ich nicht wissen, den Unterschied zwischen ist die Sonne aufgegangen oder ist das Licht noch an. Und zweiter Punkt, knallen hier diese dreckigen Dexi-Wexi-Schnexi-Hoxi-Klos da vorne, die da liegen, ne? Die liegen auf der Seite, ist klar. Knallen sie so zu die Türen, ist Alter. Super. Nö, du, ach, das macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich für euch hier nochmal ein Dixi-Klo aufnehmen kann, aber ich gebe mein Bestes. Könnt ihr euch mal denken, wie die... Und das nennen sie VIP-Camping, ja. Das heißt, also höchstens heißt es hier very interesting person, die hier langlaufen, Alter. Kannst du dir schenken den ganzen Abend. Guck mal, das ist jetzt hier das Ende. Jetzt hören wir mal hin. Also man hört schon einen Motor. Wofür ist der Motor? Für Licht. Das heißt, mit einer Aktion könnte man zwei Dinge schon mal zum Schlafen löschen. Weißt du? Zum Schlafen löschen. So. Und dann kann man drei Dinge, weil wenn das Licht aus ist, dann sieht man die Klos auch nicht mehr. Heißt, dann alle Probleme werden gelöst, wenn dieser scheiß Generator aus ist. Genau. So, und wie lösen wir das Problem? Wir müssen was tun müssen. Rückwärtsgang. Gut. Schön. Fährt auch nicht auf, rückwärtsgang mit dem Auto. Nee. Einmal hier hört. Gut, hat sich erledigt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es 4 Uhr morgens. Und ich bin wacher, als gäbe es keine Bornsteine mehr. Aber es liegt einfach daran, dass es, also mein Gehirn denkt, die Sonne ist sowas von auf dem Zenit unterwegs. Es sieht auch so sonnig aus in der Kamera. Es sieht so sonnig aus. Und es regnet sogar. Also es ist, ihr wollt, also ich habe das Gefühl, wisst ihr, wenn ihr das da unten seht, ich habe ja das Gefühl, dass sie das uns ja nicht glauben da draußen. Was? Nee, die glauben uns. Nee, ich meine die draußen hier, die unsere Videos kicken. Ja. Die glauben uns ja nicht, dass hier keine Sonne scheint, sondern regelrecht ist es dunkel, da sind Dixie-Klos und da ist so ein scheiß Licht. Ich hoffe, ihr seht es. Guck mal, wie dunkel das eigentlich ist. Und hier ist Licht. Was soll die Scheiße? Dixie-Klo, die zuknallen den ganzen Tag. Licht. Ihr versteht unser Problem. Roms hat er das Dixie-Klo zugeknallt. Da läuft er. Mein Gott. Ah! Ich muss den ganzen Stumps hier jetzt nochmal ganz gut aufnehmen. Wir haben das um 9 Uhr morgens, ja. Ich habe jetzt wirklich hier mal eine Viertelminute geschlafen. Habe ich geschafft. Allerdings kann ich vom Lichttechnischen her immer noch nicht sagen, ob ich jetzt hier Sonne oder immer noch Licht. Aber was zum verdammten Dreck. Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist jetzt gerade nebensächlich. Das kann nicht sein, dass das hier die ganze Zeit passiert. Das ist schon das zweite Mal. Das andere Mal vor noch einer Stunde und gewesen. Das ist noch laut. Man kann sich nicht mehr unterhalten. Also ich sitze schon in dem Motor drin von dem Scheißding, was da läuft. Ey, das ist laut. Das ist gefühlt lauter, als wenn ich auf der Mainstage Musik höre. Kann nicht deren Ernst sein, Tobi. Das nennen sie VIP-Camping, deine Mutter. Also das... Nee. Nein, nee. Und dann ist das Wetter auch noch so scheiße, Freunde. Wir haben einfach verschissen. Oh, und ich will doch nur schlafen. Ich will einkaufen gehen.
Ein ruhiges Sekündchen. Oh, das ist so schlecht. So kalt. Es ist auch so kalt. Guck, die betreiben schon mal die Laternen, die uns heute Nacht. Ich mach die Laternen schon mal aufladen. Ach du heilige Scheiße. Ist das ein Kompressor, der irgendwie hier? Ich glaube, das ist ein Turbolader. Aber es hat irgendwie ein anderer Ram, der einen Ladungsausgleich macht oder so. Oder lasset ein Düsenjet sein, das gerade starten muss. Ich meine, wir sind ja auch auf dem Flugplatz, nicht? Ach du heilige Scheiße. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, die säubern damit gerade die Klos irgendwie, aber das kann ja nicht deren Ernst sein. Oh Mann. So, wir haben den Platz gewechselt. Ihr habt ja wahrscheinlich gerade alles mitbekommen, was das hier für eine Scheiße ist mit den ganzen. Mit dem Licht und so ein Scheiß. Jetzt haben wir nur da hinten die Jungs, die da total laut Musik hören, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall viel lieber als irgendwie so ein Lärm von einem scheiß Trecker, der da die ganzen Klos auswächt und dann das so rumstinkt. Das finde ich jetzt auch nicht nice. Wir stehen jetzt hier, sind einfach mit dem Zelt hinten drauf über den Campingplatz gefahren und ja, ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Und da hinten sind diese Schauer da hinten. Das ist eigentlich auch so ein VIP-Ding, dass man da auf zu diesen Schauern da gehen kann. Also diese Duschen und diese tollen Restroom-Toiletten und so ein Kram. Die wären auch sonst viel zu weit weg gewesen. Jetzt sind wir genau daneben fast. Das ist jetzt deutlich besser, nicht wahr, der Ubi? Ist super. Ja. Naja, ist gut. Hat zwar meinen Platz gewechselt. Haben uns schon gedacht, komm, das muss doch jetzt echt nicht sein. Neonlicht mit tiefen Falten im Gesicht. Gut, wir gehen jetzt zum Lidl. Richtig? Richtig. Wir haben hier so einen fetten Lidl aufgebaut und diese ganzen Motoren. Wahnsinn. Ne, die haben hier so einen fetten Lidl aufgebaut, das ist ja insane. Also Airbeat wird ja dieses Jahr von Lidl gesponsert. Und ach krass. Einfach so ein riesiger Lidl. So wie man sich's vorstellt. Insane. Geil, mal gucken, was die so. Ich denke mal, das wird nicht. Ach du Scheiße, ist das eine Anstehschlange für Lidl? Oh nee, ne? Naja, mal gucken. Das ist ja insane. Salat. Alles to go essen, das ist insane. Auch Getränke, es gibt so viel. Grillstar. Ja, heute. Naja, was heißt grillen? Wir kochen heute auf dem Gaskocher. Ja. Lass das mal. Das war ein Erlebnis, Tobi. So, die Tüte ist voll. Wir haben sogar zwei Freibier bekommen. Ja. Ungefähr eine Hälfte. So, wir müssen jetzt ungefähr 40 Kilometer damit laufen auf entspannt. Ungefähr. Naja, gut. Das kann doch schon wieder nicht sein. Wirklich, Nils trägt eine halbe Stunde auf der Seite. Ich gehe ran an die Seite und bei mir geht's kaputt. Das geht nicht. Doch, ist eh angenehmer für die Hand. Ich jetzt? Ja, ist viel schöner. Oh nee, du. Wir haben noch echt ein kleines Stückchen zu laufen, weil ich haben wir schon hinter uns. Das Gelände ist so unglaublich riesig. Bitte. Oh Mann. Muss Spaß machen. Ja, wo muss man hin? Wir müssen jetzt nur noch ein kleines Stück nach da laufen, dann haben wir es geschafft. Ich glaube aber, wir müssen die Chips bei diesem VIP-Dings da noch zeigen. Na gut. Und ist das so schlimm? Willst du mal ran? Nö. Na dann. Wer kaputt, na dann. Los geht's. Wer kaputt macht, ist sonst schuld. Ist klar, ne? Lass dich nicht umbringen, macht dich härter. Jetzt soll ich das wirklich machen. Was labert jetzt? Siri labert nicht voll. Na gut. So, ich sag mal so, wir haben das erste Mal richtig geiles Wetter. Richtig Sonne, alles geil. Und dann kommt das. Ach, die Scheiße. Was ist das denn? Du bist der Meinung, da kommt kein Regen. Ja, was soll man sagen? Sommerfestival.
Jetzt hocken wir hier. Ich hoffe, wir haben alles reingeholt, Tobi. Aber ich glaube, es lag nirgendwo irgendwas drauf. Akku alles reingeholt. Solarplatte reingeholt. Jetzt geht hier draußen schön die Welt unter. Also. Gut, Essen haben wir, würde ich sagen. Wir haben alles hier. Also falls das jetzt einregnet, sagt man ja. Haben alle da, außer wir ersticken. Ja, das ist echt stichig. Na, ich kann jetzt das kleine Fenster aufmachen, da wird kein Regen reinkommen. Machen wir das? Ich mach das kleine Fenster auf, da haben wir hier Luft drin. Let's go. Und wir sind ja nicht aus Spaß auf dem Festivalgelände, aber trotzdem Musik gehört, ganz klare Geschichte. Jetzt kann man natürlich hier Fenster nicht aufmachen, weil es dann doch von allen Seiten zu doll reinregnet. Aber wir haben jetzt die Klimaanlage einfach angemacht, damit ein bisschen zirkuliert wird. Und jetzt kommt The Out of House. Unsere eigene Bude. Ach nee, unsere eigene Bühne. Einfach geil. Dimitri Vegas und Like Mike, morgen Mainstage. Ganz wichtig. Wenn heute Marshmallow. Marshmallow ist heute dran, das wird fett. Ab 18 Uhr. Ich hoffe, das wird einfach 18 Uhr aufhören zu regnen. Das wäre ein Traum. Aber mal gucken. Wir laden, kann es fast nicht erkennen, wir laden mit 60 Watt. Da oben mit der Solarplatte. Einfach geil. Haben wir uns hier jetzt ein bisschen so eingerichtet mit dem Essen. Wir haben hier unten diese zwei Boxen unter diesen Red Bull. Sind so zwei Boxen, die halten das alles kühl. Das ist einfach geil. Sonst sind die fette Box, die nachher noch ein bisschen Lärm machen wird. Aktuell machen die da Lärm. Aber ist auch geil. Wir sind wahrscheinlich ab 18 Uhr heute auf der Stage. Und der Junge telefoniert mit seiner Freundin, mit seiner Schwester und seiner Familie. Herrlich. Tschüss. Und das Wetter ist jetzt endlich geil. Wir gucken nachher mal über den ganzen Hof hier, was hier noch so alles ist. Wir wollen ja bestimmt noch Merchandise einkaufen, oder Tobi? Ja. Und einen Red Bull Leuchtebecher. Er will unbedingt einen Red Bull Leuchtebecher. Nice. Haben wir jetzt hier einen Ball geliehen von den Nachbarn. Aber der ist so schwach aufgepumpt, dass wir eigentlich gar keine Lust mehr haben auf Ballspielen. Aber egal. Ja, ist auf jeden Fall sehr entspannt. Wir haben endlich gutes Wetter. Ich hoffe, das hält sich jetzt so. Damit wir heute Abend bei Marshmallow WW Timmy Trumpet einfach richtig viel Spaß haben. Dude. Wir haben es jetzt, wie spät ist es? Kann mir mein Handy nicht anzeigen. 16.10 Uhr. Und wir sind hier seit 4 Stunden oder so und chillen unser Leben. Super. Und haben jetzt mal hier die Musik kurz übernommen. Auf halber Lautstärke. Oh, I'm sorry. Did I interrupt your disco dancing? Nee. Funktioniert einfach so. Ich habe noch nichts gemacht. Aber der Dings ist, der Topf ist da, der Eimer, der Pfanne. Alter, das wird warm. Die Pfanne ist da drin, richtig? Keine Ahnung. Doch. Ja, dann müsstest du mir jetzt geben. Lego! Schon werden die Nackensteaks gemacht und die hauen wir dann gleich in ein Brötchen rein. Dann lassen wir es uns schmecken, bevor es auf die Stages geht. Grimmst mich jetzt so beschissen? Wir müssen ja jetzt ein kleines Dilemma gerade. Wir sind da unten. Warte, ich kann die Kamera nicht bedienen. Oh, mir ist kurzerhand was runtergefallen. Oh, nee. Was ist denn besten? Ich frag die Nachbarn, ob die Zewa haben. Ja. So. Korrekt von den Nachbarn.
Zewa bekommen. Das ist irgendwie, warum haben wir Zewa vergessen? Sind wir doof? Nein, ich weiß auch nicht. Aber wir haben auch Toilettenpapier vergessen. Aber das wussten wir ja auch nicht, dass wir Toilettenpapier für VIP-Camping-Toiletten brauchen. Thanks. Essen ist übrigens super. Essen ist lecker, finde ich. Tobi kann es nicht schmecken. Weil wenn er einfach mal, wenn einmal bei ihm eine zehnte Sekunde die Nase zu ist, schmeckt er erstmal 6 Wochen nichts mehr. So funktioniert sein Körper. Willkommen bei Tobi. Ja, und ich ziehe mir das jetzt hier noch schön durch das Zeug durch, weil das ist dann irgendwie nochmal leckerer. Aber das kann ja Tobi nicht machen, also habe ich hier die 100% den Anspruch. Und da freue ich mich drauf. So, wir essen jetzt fertig und dann geht das los aufs Festival. So, Freunde, das war es jetzt eigentlich von diesem Teil, von dem ersten Teil auf dem Airbeat One Festival. Wir starten jetzt in die erste richtige Nacht rein. Gestern war noch Pre-Nacht, also in diesem Video, das war sozusagen der Pre-Opening Abend. Und morgen, beziehungsweise jetzt, steigen wir in den absolut krassen Abend rein. Mit WW, Timmy Trumpet und Bass Jackers und wie sie alle heißen, ne? Marshmallow war heute auch, ne? Ich glaube ja. Ja, Marshmallow kommt heute auch noch. Das alles werdet ihr aber im kommenden Video erst sehen, denn dieses Video hier ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran. Das nächste Video wird nicht lange auf sich warten lassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert natürlich die Glocke, und damit ihr das nächste Video natürlich nicht verpasst. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen absolut nice Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten geilen Nacht hier auf diesem Airbeat One Festival. Und ja, wir hören uns. Bye.